Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einer Skatlegung und zwar, was erwartet dich in deiner Seelenpartnerschaft im Monat September, natürlich nach den Elementen und werde dich auch für jeweilige Sternzeichen auch ein paar Botschaften ziehen. Oder springen lassen oder diese Botschaften wirklich die Engel bitten, uns diese Botschaften rüberzubringen. Natürlich, bevor ich mit der Mischung der Karten beginne, das kennst du bereits, schließe deine Augen und tauche in der Energie der Kristallschale hinein und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Warum geht es im Monat September für den Wasserelement? Also Wasserelement ist immer Skorpion, Fische und Krebs. Ja, also hier sind deine allgemeinen Botschaften. Also warum geht es? Also vielleicht bist du noch zu sehr in dieses besitzergreifende Gefühl. Vielleicht möchtest du auch gerne alles kontrollieren. Vielleicht hast du auch das Gefühl irgendwie. Vielleicht hast du auch das Gefühl, etwas festhalten zu wollen, hast du starke Verlustängste, vielleicht bist du auch eifersüchtig. Das ist so ein bisschen kränkelnde Energie. Und für dich gilt es wirklich mehr im Monat September, also Innenschau zu betreiben, also dieses Ärgernde loslassen und mehr in diese weibliche Energie hineingehen, vergeben, mehr bestimmte Dinge auch wirklich loslassen, vertrauen und natürlich auf Intuition zu lauschen. Also im Außen mehr in der Kraft zu kommen von außen und so wirklich diese telepathische Verbindung, was sich hier zeigt. Also wie gesagt, diese Nähe und Verbundenheit, spüre das im Außen, komme in deine Kraft und es geht auch in die Lebensfreude, weil ich habe das Gefühl, du bist hin und her gerissen und darunter leidet natürlich auch deine Lebensfreude, liebe Wasserelement, ja. So, wir schauen natürlich auf eine große Legung und dann für jeweilige Sternzeichen werde ich auch ein paar Botschaften rüberbringen. Also du ärgerst dich schon. Also das kränkt dich auch, irgendwas kränkt dich an deinem Selbstwert und das sollst du auch wirklich anschauen und loslassen, wenn dich an der Selbstwert auch natürlich etwas kränkt. Ja. Und natürlich heute ist auch ein Portaltag und wir sind heute, ich glaube, der fünfte Portaltag bereits, also Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, ja, fünfte. Und wir befinden uns in der Energie des Geduldes, dass wir geduldig sein sollen, also dass wir diese Geduld auch entfalten. Und also wie gesagt, wenn du noch gerne bei dem Portalkreis dabei sein möchtest, freue ich mich auf dich. Und heute schließen sich auch noch mal die Tore und heute, also die 5 Tage, das ist wirklich, das sollte auch schon sein, dass du auch diese Entwicklung auch spüren kannst. Ich sehe dich hier, du schaust im Monat September, liebe Wasserelement, so auf der Arbeit. Also du arbeitest an dir, an etwas Altem, du bist hier im Wachstumsprozess, du möchtest erwachsen werden. Das ist eine karmische Zyklus, möchtest du auch wirklich
vollenden. Unbewusst, was ich jetzt hier bei dir wahrnehme, ist, dass du unbewusst hier diese große Liebe spürst, vielleicht auch am liebsten das auch aussprechen würdest. Und ja, mit dieser großen Liebe fühlst du dich auch wirklich zu Hause. Das gibt dir so ein tolles Gefühl. Und aber da stagniert etwas und geht es nicht voran, weil das hier eine karmische Zyklus ist, weil das hier auch eine karmische Aufgabe ist, weil du hier auch noch wirklich Verantwortung für bestimmte Dinge in dein Leben übernehmen sollst. Dein Herzensmensch ist hier, also sehr im Gefühl, das schaut so ein bisschen aus dem Bild heraus, das bedeutet hier, dass er vielleicht auch alles so ein bisschen offen lässt, unbewusst spürt er diese Distanz zwischen euch, diese Weite, aber also spürt auch dieses tiefe Gefühl zu dir, die Seelenpartnerschaft auch zu dir und dass es halt auch eine spirituelle Verbindung ist. Also er hat auch starke Verlustängste, soweit ich das jetzt hier wahrnehme. Und du triggerst in ihm diese Verlustängste, auch wenn ihr jetzt in unterschiedliche Richtungen schaut. Und er wünscht sich aus seinem tiefsten Unterbewusstsein diese Sinnlichkeit, was er für dich empfindet oder spürt, auch wirklich in der Stabilität zu bringen und auch stabil zu leben. Was ich jetzt hier wirklich wahrnehme, wie du siehst, also es geht hier wirklich darum bei dir, du bist hin und her gerissen, so sehe ich das, also dieses hin und her gerissen sein und ja, auf jeden Fall bist du ein bisschen unentschlossen und darum ziehst du dich auch immer wieder zurück und da stagniert auch so ein bisschen deine Lebensfreude dadurch. Ein Tag willst du so, ein Tag fühlst du so. Und also geh doch in Gefühl, also hier in dieses weibliche Element hinein und also im Außen, komme dann auch mehr in der Kraft. Und denn du spürst dein Gegenüber, da ist auch eine gewisse Verbundenheit da, auch wenn diese Distanz hier eine Rolle spielt. Also das kann eine örtliche Distanz sein, aber es kann auch nicht nur eine örtliche, das kann auch jetzt was anderes symbolisieren, dass da einfach sehr viel Differenzen, sehr viel Unterschied da ist. Also bei dir sehe ich jetzt hier, auf jeden Fall sehe ich hier bei dir, dass auf jeden Fall, ja, also dein Gegenüber hier auf jeden Fall auf dem, wie heißt das nochmal, dein Gegenüber, mein Telefon habe ich vergessen auszumachen, dein Gegenüber hier, also auf jeden Fall auf sein Selbstwert, auf seine eigenen Bedürfnisse achten soll, was ist für ihn wichtig und darauf vertrauen soll, also dieses Vertrauen und von allen Dingen ja, mehr in diese feste Partnerschaft auch vertraut. Also es kann auch hier symbolisieren, dass er vielleicht eine Enttäuschung mal erlebt hat und da ist das Vertrauen auch oder sein Selbstwert ist auch so ein bisschen gekränkt, ja. Und es geht auch darum, ehrlich zu sein, bewusst zu sein und das erfolgreich wirklich, damit dieser Neuanfang auch stattfinden kann, weil das ist hier mit dem großen Glück und auch wenn da eine gewisse Diplomatie da ist, trotzdem wäre das so für euch beide wirklich das große Glück. Bei dir, das kränkelt hier den Neuanfang, das hat wirklich mit dieser Distanz zu tun. Entweder seid ihr zu unterschiedlich oder wohnt ihr voneinander zu weit entfernt. Also im Außen geht es darum bei dir, dass du in eine Stabilität kommst und deinen gesunden Selbstwert auch wirklich nochmal stärkst. Bei deinem Gegenüber geht es im September viel mehr darum, also dieses Glück auch in diese große Liebe zu spüren, auch wenn er sich nach innen schaut, auch wenn er sich nach innen begibt oder sich zurückzieht, trotzdem dieses große Liebesgefühl, diese Wunscherfüllung zuzulassen. Und jetzt ziehe ich natürlich für jedes Sternzeichen drei Karten oder ich bitte um drei Karten und ich beginne mit dem Skorpion. Was ist für dich die Botschaft im Monat September für den Skorpion? Skorpion ist auch ein sehr, sehr also Wasserelemente sind sehr viel Gefühl, ja, sehr viel Gefühl. Skorpion, dann haben wir die Fische im September. Fische im September.
So, und die Krebse. So. Wie wird die Entwicklung sein? Natürlich ist das keine Prophezeiung in dem Sinne, sondern eine Tendenz, wie die Energien sind, was dich erwarten kann und wo du auch vielleicht schon vorab für dich auch bestimmte Dinge schon mal lösen kannst oder hinschauen kannst oder wertvoller Hinweis annehmen kannst. Du weißt ja auch, dass man auch natürlich die Zukunft nicht festschreiben kann. Natürlich bringen wir einen Seelenplan mit, ja, aber trotzdem können wir das auch minimal immer wieder verändern. Ja, es ist ja auch der freie Wille der Menschen da. Der Mensch denkt und der Gott lenkt so ein bisschen. Ja, also natürlich spielt auch hier das Schicksal die Rolle und du bringst auch bestimmte Aufgaben mit, was du auch wirklich bewältigen sollst und angehen sollst. Aber trotzdem sehe das jetzt nicht so als in Stein gemeißelt, wirklich nicht. Und das ist auch eine allgemeine Legung und von da aus fühle in dich hinein, was du hier annehmen kannst und was du nicht annehmen kannst. So, und ich wünsche dir auf jeden Fall, aber trotz all dem, viele Erkenntnisse. So, und ich hoffe, dass ihr auch gut durch die Portaltage kommt. Also diesmal sind die Portaltage sehr, sehr, wirklich die Energien sind sehr hoch. Und also ich finde, dass jetzt noch die Portaltage richtig fordernd, ja, auch energetisch, ja. Und das sagen mir auch viele, die ich jetzt so von meinen Klienten her kenne und so, dass die also auch wirklich diese Portaltage sehr fordernd empfinden auch, ne? So, was erwartet euch dann im Monat September? So. So ist wieder runter hier von September. Also das ist jetzt auch so 10 Tage, also es rüttelt schon ordentlich. So. So, wir schauen, was die Karten sagen für die einzelnen Sternzeichen. So, und die Herzkarten nochmal. Also ich mache das jeden Monat intuitiv und ja, also einmal so, einmal so. Was, welche Karte mir auch jetzt so wirklich in den Sinn kommt oder sich auch anbietet. So, wir beginnen natürlich mit dem, also Karte für den Monat, was die Tarot sagt, dass es geht hier wirklich, also König der Münzen ist immer ein Erdelement, dass man halt auch wirklich, was man bisher erreicht hat, dass man das auch umsetzen kann. Und also es wird sich gut entwickeln, also langfristige Erfolge, fleißig kann man sein, konsequent kann man sein, das symbolisiert das Ganze, ja. Und auch in der Liebe natürlich. Und das ist hier die wahre Liebe hier, ja, die wahre Liebe zwischen euch und ja, also im Monat September wird das nochmal also stark, also noch stärker präsent und wie du siehst, also auch wenn du bis jetzt so das Gefühl hattest, da ist irgendwie eine Dürre in deinem Leben oder hast du diese Mangel gesehen, solltest du halt diese Mangel, diese Dürre also wirklich umwandeln und in diese wahre Liebe hineingehen, dann wirst du hier auch diese Gnade Stück weit auch für dich also so empfinden. Also Gnade ist immer etwas zu erlassen. Also diese, du kannst diese schwere Zeit zum Beispiel loslassen. Und hier symbolisiert, also hier werden auch hier die Zwillinge symbolisiert. Die Zwillinge zeigen hier auch, wie gesagt, vielleicht auch eine Zwillingspartnerverbindung auch im September. Ja, also diese Twin Flame Verbindung.
Also es geht um die sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort, den anderen, wo ihr beide eins seid. So, ich beginne natürlich für den Skorpion, für den Monat September. Skorpion, also für dich ist wirklich wichtig, dass du bestimmte Dinge loslässt, dass du Abschied nimmst und dass du dich von dem vergangenen Alten löst, dass du etwas beendest, damit etwas also wirklich zum neuen Anfang kommen kann. Also totgelaufene Sachen können hier zu Ende gehen und ja, du kannst bestimmte Dinge loslassen und Abschied nehmen. Es geht auch wirklich darum, dass du hier auch wirklich deinen Verstand auch dazu einsetzt. Also das bedeutet, dass du wirklich auf dein Gefühl hörst und also da wirklich eine klare Entscheidung auch für dich triffst und ja, auch distanziert, also nicht nur, was dein Gefühl dir sagt, sondern schau einfach auch, was dein Verstand dir hier auch sagt und also auch sei intelligent, sei aber auch offen. Wichtig ist, dass du auch hier unabhängig bleibst. Dann kommt etwas in der Bewegung, dann nehme ich, es steht auch hier der Neuanfang, also auch wenn etwas jetzt noch in der Kinderschuhen steckt. Also trotzdem zeigt das, also dass hier neue Möglichkeiten sich auch für dich zeigen. Also es geht wirklich darum, dass hier etwas in Bewegung kommt für dich im September. Wenn du natürlich diese etwas Altes loslässt und also auch so kühl, aber schon klar aus dem Kopf auch bestimmte Dinge eine Entscheidung triffst. Also es geht wirklich darum, dass es für dich diese Entscheidung treffen, eine schamanische Prüfung, traue ich mich oder traue ich mich nicht, dann kommst du halt in dieses Füllebewusstsein und lass diese Glaubenssätze auch wirklich los. Also die Glaubenssätze ist wirklich wichtig, dass du sie loslässt und, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass du hier trotzdem noch also sehr verliebt bist und trotzdem so dein Gegenüber doch vielleicht abends doch beobachtest oder heimlich die alte Fotos anschaust und also diese Wollust in dir also brodelt oder diese Wollust in dir noch ist und wichtig wäre, das auch wirklich auszusprechen, zu kommunizieren, dann geht das auch hier weiter in eine Freude hinein, dass du vielleicht eine Entscheidung triffst und dass ihm das aber auch sagst, so möchte ich das nicht, natürlich liebe ich dich, natürlich habe ich so und so diese Gefühle, dass du das dann halt auch aussprichst und ich möchte halt in Freude leben, dass du die Sachen halt bei den Namen nennst. Also die Karten der Heilung kommen für dich, komm aus dieser Opferhaltung heraus und aus deiner Angst heraus. Du musst weder Opferwehe noch Angst haben. Kannst rauskommen und lass auch dieses Hassgefühl los, weil das zieht deine Schwingung runter und setz doch deinen Willen frei. Also einfach deinen Geist zu befreien, den Willen freizusetzen und all diese störende Energien loszulassen. Und dennoch aber dir selber sollst du treu bleiben. Das ist die Botschaft für dich, wenn du hier der Skorpion bist, also für den Monat September. Wenn du hier Fische bist, also für die Fische, kommt jetzt hier die 10 Münzen, also symbolisiert hier der innere und äußere Reichtum und den Erfolg, die Familiengründung. Also das ist der Wunsch, Erfüllung, Nestbau, alles zusammen. Und es kommt alles in der Gerechtigkeit, also eine Ausgewogenheit. Und also es ist alles in Gleichgewicht. Und also entweder kann das hier auch auf jeden Fall ein Scheidungsurteil sein oder Ehevertrag sein. Also auf jeden Fall fair und ehrlich zueinander sein. Denn es waren Zeiten bis jetzt hier, wo du sehr viel Liebeskummer hattest, sehr viel Schmerz hattest, also eine schmerzhafte Abschnitt in deinem Leben. Hier eine Enttäuschung, Verletzung, viel, viel Kummer, Liebeskummer, Streit, auch vielleicht Trennung auch. Aber wie gesagt, im September geht es aber gerecht weiter. Und wie gesagt, also ihr kommt wirklich in diese neue Ebene, wo du auch wirklich so da, also sehr viel Positivität auch für dich erfahren wirst.
Denn, also für die Fische ist hier der Machtkampf, war das immer wieder, spielte eine Rolle und auch die Angst. Also ich habe hier das Gefühl der Angst und du brauchst keinen Machtkampf, also du kannst dich deinen Ängsten stellen und so wirklich deine Visionen mehr nähren, deinen Fokus mehr auf deine Visionen auch richten, ja, dass du so diese Visionen also vor deinem geistigen Auge immer wieder visualisierst. Bleibe dennoch offen und dann wirst du dieses Glück erfahren und kommst du in dieses Glücklichsein. Wichtig ist halt, dass man die Ängste loslässt und auch diese Kummer, was da war, loslässt und dann wendet das Ganze sich. Also es geht auch hier darum, Konstellation zerbrochene Träume. Vielleicht hast du in der Vergangenheit was anders vorgestellt oder hast du bestimmte Träume, was sich dann nicht so entwickelt hat, wie du das wolltest. Und wichtig ist, dass du das loslässt und dich über diese Probleme erhebst und schau dir nochmal diese Muster oder dein Stellenwert oder also wirklich deine Einstellung über die Beziehung, schau die noch mal nach. Also schau da noch mal hin in dieses Thema Beziehung, was es mit dir macht. Also es geht wirklich darum, dass du wirklich geliebt wirst. Auch ich liebe dich von deinem Seelenpartner und dass du das auch wirklich so für dich annimmst. Wenn du hier Krebs bist und für den Monat September kommt für dich aus Angst über, bist du vielleicht übervorsichtig und du hältst noch zu sehr an alten Dingen fest. Vielleicht deswegen bist du unbeweglich, also aus Verlustangst. Also bestimmte, das kann auch eine Verhaltensmuster sein, ja, dass du hast auch dieses Sicherheitsbedürfnis. Vielleicht klammerst du auch zu sehr aus Verlustangst, weil du hier auch tiefe Ängste hast. Durch Ängste willst du ja durchgehen. Du sollst dich wirklich deinem Gefühl stellen und dich auf den Weg machen. Also Träume, Engpass, also höre auf deine Intuition. Du hast auch vielleicht hier so ein bisschen Unsicherheit oder bist du eifersüchtig. Trotzdem ist der Monat September hier. Du hast eine gute Ausgangsposition, eine gute Aussichten und es kann auch wirklich wachsen und eine positive Basis und weiterentwickeln. Auch wenn es jetzt momentan hier noch viel Auseinandersetzungen mit euch gibt. Also diese Auseinandersetzungen solltest du wirklich loslassen und überwinden und ja, stelle dich diese Konfrontation. Das ist irgendwie, wird etwas zwischen euch ausgetragen im Monat September, ist aber wirklich eine gute Basis, dass es sich weiterentwickelt. Aber es ist immer sehr stark von den Ängsten und Zweifeln geprägt. Ne? Deswegen. So, die Karten der Erkenntnis sagen dir, also Werturteile, wo hast du noch zu sehr Werturteile? Erste Linie auch für dich und auch über anderen gegenüber. Und geh mehr in der Liebe und in diesen Frieden. Nicht in diese Werturteile, sondern lass es also wirklich frei fließen. Beurteile das doch gar nicht. Es gibt ohnehin nicht richtig und falsch. Und lass dieses Vergeltung los, dass man entweder, dass du jemand etwas heimzahlen möchtest oder dass du Angst hast, dass dir jemand etwas heimzahlen will. Und lass dieses Gefühl der Untreue da. Vielleicht denkst du, jemand ist dir untreu, vielleicht bist du untreu. So das Gefühl, geh da heraus aus dieser Situation. Du fühlst dich hier auf jeden Fall ungewollt, habe ich das Gefühl. Du fühlst dich vielleicht zurückgewiesen und trotzdem lass dich aber auf dieses Abenteuer ein und lass diese negativen Gedanken rein und dann sagst du, das Leben ist ein Abenteuer und ich lasse mich darauf ein und ich gehe in diese Frieden und Liebe und wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Offen zu sein und schau mal, das sind ja unglaublich die Karten, finde ich, wenn man jetzt mehrere Decks hat. Denn du kommst hier in diese Wunder. Also für dich kommt im September der Wunder und du wirst der Himmel auf Erden erfahren. Und auf jeden Fall ist es ganz
Also, wenn du das Gefühl hast, irgendwie auch körperliche Liebe hier, wenn du das Gefühl hast, das klappt nicht so, oder mach dich davon frei, von diesem Besitz und sich ungewollt fühlen und der Untreue und Vergeltung, sondern genieße diese Wunder und diese Himmel auf Erden und gib dich hin, und dann erfährst du also wirklich ganz viel Segnung hier. Und das ist hier der Wunder in deinem Leben, in deiner Beziehung steht eine Veränderung an, und das ist die Wunder. Also es entwickelt sich gut, wenn du dich von diesem alten Glaubenssätze auch befreist. Ich hoffe, du konntest das annehmen und bist du mit in Resonanz gegangen. Natürlich, wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like, und umso mehr natürlich, wenn du das nächste Mal auch wieder live dabei bist. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.